Ja, ein herzliches Hi-Ho von mir, meine lieben Rollenspielfreunde, zu einem kleinen Let's Show mal wieder von mir für diesen Sonntag. Ich dachte mir, da ich mir noch nicht richtig entschieden habe, was ich als neues Sonntagsprojekt mache, tue ich ein paar Let's Shows oder Let's Tests hier einbauen. Und mein heutiges Let's Show ist von Torment Tides of Numenera. Ja, das ist ein Rollenspiel, was inspiriert wurde durch das ziemlich alte Planescape Torment. Und wenn wir gleich einsteigen, kann man ein paar Ähnlichkeiten zu Pillars of Eternity und Tyranny sehen, da die Entwickler von Torment Tides of Numenera dieselbe Grafikengine verwenden. Jedenfalls habe ich es soweit verstanden. Kommt auch immer, wenn man das Spiel startet, dass es von Pillars of Eternity genutzt wird. Wobei Torment Tides of Numenera von einem anderen Entwicklerstudio und einem anderen Publisher ist als Pillars of Eternity und Tyranny. Und auch das ganze Spiel von der Mechanik her ganz anders ist. Zum Beispiel Kämpfe laufen rundenbasiert ab und so weiter. Wir gehen einfach mal in meinen letzten Speicherstand rein, den ich privat spiele. Dann kann ich es euch einfach mal zeigen. Was auf jeden Fall angenehm ist, es lädt ein bisschen schneller als Pillars of Eternity. Ja, das soll jetzt aber keine Kritik sein. Es ist in der heutigen Zeit halt nicht leicht, alles hundertprozentig perfekt zu machen. So, gleich mal rauszoomen. Wir sind nämlich ganz reingezoomt. So, wir sind die letzte Verstoßene. Wir haben keinen eigenen Namen. Also ich konnte keinen vergeben. Ich konnte auch nichts am Aussehen drehen. Das kennt man, kennen diejenigen sicherlich auch, die Planescape Torment gespielt haben. Wie man aber sehen kann, wir haben verschiedene Zahlen hier unten. Also einmal hier unten haben wir einen Gesundheitsbalken. Dafür habe ich gerade 24 von 25. Und außerdem haben wir hier drei Wertepools. Einmal Kraft, Geschwindigkeit und Intellekt, der bei mir gerade leer ist. Nämlich immer, wenn wir irgendwelche Aktionen machen, können wir aus diesen Pools Punkte ausgeben, um die Chance zu erhöhen. Und ja, ich habe durch ziemlich viel Überreden und Lügen meine Intellekt bereits auf Null gebracht für den Augenblick. Wenn ich den wieder hochbringen möchte, müsste ich rasten, was allerdings recht teuer ist, und wir haben nur noch 93 Shin. Das ist die Währung in dem Spiel. Gut. Wir sind jetzt in einem Gebiet namens Klippenrand. Also wir sind in einer Stadt, die Sanguins Klippen heißt. Die ein bisschen an die erste Stadt aus Planescape Torment erinnert. Also teilweise wie sie aufgebaut ist, wie sie aussieht und was für Leute hier so rumlaufen. Und dieses Gebiet hier habe ich noch gar nicht erkundet. Ich weiß nur so viel über das Gebiet, dass es ziemlich verwüstet ist, weil hier immer wieder Gebäude abstürzen oder Teile von Gebäuden abstürzen. Die anderen drei Gebiete, die ich bereits kenne, sind der Marktplatz, das Regierungsviertel und da, wo ich jetzt herkomme, die Karawanserei, wo die Schiffe anlegen, mit der wir wahrscheinlich später diese Stadt verlassen kann, wenn man es möchte. Wir haben ein ziemlich übersichtliches Quest-Journal. Also einmal mit unserem Hauptauftrag. Die Hintergrundstory kann man ein bisschen ähnlich zum Planescape Torment sehen. Die Hintergrundstory ist nämlich, dass wir ein Verstoßener bzw. eine Verstoßene sind. In dem Fall die letzte Verstoßene. Vorher war nämlich der sogenannte wandelnde Gott in unserem Körper. Und nachdem er unseren Körper nicht mehr gebraucht hat, sondern sich einen neuen Körper gemacht hat, einen besseren, sind wir halt in diesen Körper geboren worden, ohne richtige Erinnerungen, außer Fetzen des wandelnden Gottes. Und wir werden jetzt von einer Kreatur verfolgt, die sich der Kummer nennt.
Und diesem Kummer müssen wir halt entkommen. Beziehungsweise ihn besiegen. Dazu hilft uns eine sogenannte Resonanzkammer, die jedoch kaputt ist. Und unsere erste Aufgabe ist es halt jetzt, jemanden zu finden, der die Kammer reparieren kann. Dazu haben wir genau zwei Gruppierungen zur Auswahl. Einmal den Kult des wandelnden Gottes und einmal die den Orden der Wahrheit, so hieß er, genau. Und hier steht es auch genau beschrieben in der Questbeschreibung. Also einmal mussten wir einen Weg finden, die Resonanzkammer zu reparieren. Dabei wurden wir halt von zwei Leuten gefunden, die uns vorgeschlagen haben, zu diesen beiden Gruppierungen zu gehen. Also einmal der Kult des wandelnden Gottes, der im Handelsviertel ist, was Circus Minor heißt. Und einmal der Orden der Wahrheit, der im Regierungsplatz zu finden ist. Ich hatte als erstes mit dem Kult gesprochen und die baten mich darum, eine Uhr zu reparieren, was ich jetzt noch nicht getan habe, weil ich mich erst umsehen wollte im restlichen Gebiet. Und ich habe noch andere Nebenaufgaben, die ich lösen kann. So. Da gibt's was zu plündern. Vielleicht finde ich da ein bisschen Geld drin. Oh. Finde ich sogar ein bisschen Geld. Dieses baufällige Konstrukt wurde in ein billiges Wohngebäude umfunktioniert. Innen drin wuchern Menschen auf beschmutzten Matratzen in einem schlecht beleuchteten Raum. Ja, die Texte hier halten zum Glück etwas länger als in Tyranny. Was mir das Lesen um einiges leichter macht. So, wir können die Trümmer hier wahrscheinlich durchsuchen. Dieses Haus war nur noch Staub und Asche, nachdem ein Teil der Klippe abbrach. Es gibt Hinweise darauf, dass hier jüngst Hausbesitzer schliefen, eine zerlumpte Decke, verfaulte Obstschalen und Fußabdrücke im Staub. Irgendetwas scharrt tief in den Trümmern. Klingt, als ob jemand oder etwas sich darin befinden würde. Hallo? Die Trümmer reagieren nicht, dann graben wir uns mal tiefer. Du kriechst teilweise hinein und schiebst dabei Bretter und dünne Schieferplatte beiseite. Ein kleines Mädchen hustet, während sie eine Hand nach oben nimmt, um das plötzliche Licht abzuschirmen. Sie ist jung, nicht älter als 10 oder 11 Jahre. Sie hat sich so klein wie möglich gemacht, um in den winzigen Zwischenraum in den Trümmern zu passen. Sie hat dunkles, lockiges Haar. Sie zieht sich tiefer in die Trümmer zurück, weg von dir. Ja, in einer der Nebenquests, die wir haben, müssen wir ein Mädchen finden. Ich vermute mal, das ist dieses Mädchen hier. Wer bist du? Sie legt sich einen Finger auf die Lippen und versucht anschließend, dich zu verscheuchen. Du hörst eine Stimme hinter dir. Leute, ich habe euch doch gesagt, dass sich Geduld auszahlen würde. Oh. Einige Schläger schlendern heran, alle tragen sie Waffen an der Seite, obwohl sie mit der anmaßenden Sicherheit jener gehen, die erwarten, die sie nicht einsetzen zu müssen. Ich schwöre, dass ich diesen Schuppen überprüft habe, sagt einer von ihnen. Sie war dort nicht drin, dort war niemand. Wie hat dieser Trester sie so einfach gefunden? Er winkt ablehnend in deine Richtung. Keine Sorge, Bigger. Der Schläger mustert dich von oben bis unten und ruft dann in Richtung der Trümmer. Komm schon, kleines Vögelchen. Es ist egal, wie gut du dich versteckst. Irgendwann wirst du herauskommen müssen. Ja, ich glaube nicht, dass ich das Mädchen mit den Schlägern gehen lassen würde. Das Mädchen kauert sich hinter dir zusammen und hält dich zwischen sich und den Schlägern. Doch auch jetzt ist es offensichtlich, dass sie nicht sicher ist, was sie von dir halten soll. Don't let them take me, please. Lass nicht zu, dass sie mich mitnehmen, bitte. Warum willst du nicht, warum willst du nicht mit ihnen gehen? Zu den Männern, kennt ihr dieses Mädchen? Zu den Männern, warum seid ihr hinter ihr her? Das kleine Straßenkind ist von zu Hause weggelaufen. Ihre Mutter bat uns, sie zu finden und sie sicher zurückzubringen. Ist das wahr? Nein, sie ergreift ein Handgelenk. Das sind böse Männer, sie wollen mich stehlen. Entführer? Das ist aber richtig schroff. Der Mann verschränkt die Arme. Wir sind Boten, das ist alles. Die Mittel und Gründe unserer Arbeitgeber gehen euch nichts an. Er seufzt. Während er seine Maske fallen lässt, wendet er sich mit einem Blick, der um Verständnis fehlt, zu dir. Aber in Ordnung. Ja, es gibt eine Sklavenhändlerin, die ein schönes Kopfgeld zahlt, wenn wir sie ihr zurückbringen. Ja, das ist das Mädchen. Es ist alles egal und es geht euch nichts an. Am besten haltet ihr euch da raus.
Er spricht die Worte freundlich aus, die Hände seiner Kameraden liegen jedoch auf ihren Waffen. Ihr könnt mich nicht mitgeben. Ihr Griff um dein Handgelenk wird fester. Sie hat mich gefunden. Er hat das Recht des Entdeckers. Ah, ja. Er hebt deine Augenbraue und ein irritiertes Grinsen zeichnet sich auf seinem Gesicht ab. Ist das so? Nun, Schurke, was sagt ihr? Kommt sie mit uns oder nehmen wir sie euch ab? Wurde euer Kopfgeld von Tolmagur ausgesetzt? Sie bat mich, das Mädchen zu finden. Ja. Er wischt sich mit einer Hand über das Gesicht. Ach, das ist also ein Wettbewerb. Nun, das ändert rein gar nichts. Wir müssen auch was essen. So, überreden und Täuschung kann ich mir verkneifen, weil ich habe keinen Intellekt mehr und der Einzige, der das noch machen könnte, hat offensichtlich Intellekt. Ich könnte versuchen, sie einzuschüchtern. Also, einschüchtern. Versucht es doch, sie mir wegzunehmen. Es ist mir egal, ob es legal ist. Sklaverei ist übel und ihr seid ein Teil davon. Täuschung. Ihre Herren, ist es leid, auf euch zu warten. Ich wurde geschickt, um das Mädchen an eurer Stelle aufzugaben und euch mitzuteilen, dass das Kopfgeld zurückgezogen wurde. Ich könnte Einschüchterung versuchen, das würde mir wahrscheinlich Macht kosten. Ich könnte aber auch Überreden versuchen. Genau, dann kommt nämlich das hier. Ich versuche es jetzt mal mit Überreden. Hier kann ich mir auch die genauen Werte anzeigen lassen, was jetzt genau in das Überreden reinfließt. Rhetoriker, Aufwand, Fertigkeit Überreden, bin ich ausgebildet, deswegen hilft mir das auch ein bisschen. Bei meinen anderen Kameraden, zum Beispiel bei ihm hier, sieht es halt schlechter aus. Bei ihm könnte ich 100% machen, indem ich fast meinen ganzen Intellekt drauf verwette. Aber ich versuche es mal mit mir selber. Und habe sogar Erfolg. Kritischer Erfolg sogar. Das ist immer gut, weil der Wert, dadurch kriege ich den Wertepool wieder aufgefüllt, den ich benutzt habe. Er grübelt über das nach, was du sagst und blickt dich hinter an. Skist, sagt er schließlich. Also gut, ich bin raus. Er würdigt dich keines Blickes und eilt davon. Kommt schon, Jungs. Das ist mal ein schöner Vorführeffekt. Dadurch müsste ich jetzt oh nämlich God, wieder... Thank you. They were going to take me back to that woman. I've never met anyone so cruel. When she found me the first time she even... My apologies. I'm still out of sorts. You have my thanks and grace, sir. Ja. Oh Gott, ich danke euch. Sie wollten mich zu dieser Frau zurückbringen. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so grausam ist. Als sie mich zum ersten Mal gefunden hatte, war sie sogar... Entschuldigung, ich bin noch immer nicht ganz auf der Höhe. Ihr habt meinen Dank und meine Gunst, meine Dame. Einen Augenblick sieht es aus, als könnte sie dich umarmen. Doch im letzten Moment überlegt sie sich jetzt anders und macht ein halbes Dutzend Schritte vorher Halt. Sie fasst sich, steht aufrecht, die Schultern zurück, dann nickt sie. Die Geste ist so höflich, dass sie beinahe formell ist. My name is Rin. My home and hearth and bread are yours to use. Except I don't have any of those things. Mein Name ist Rin. Ihr dürft mein Haus und Herd und Brot nutzen. Nur dass ich solche Dinge nicht habe. Sie errötet daraufhin und blickt verlegen um sich. Wie lange hast du dich in dem Gebäude versteckt? Sie blinzelt leicht, als wäre sie verwirrt oder von einer Frage überrascht. Dann blickt sie sich um und verlagert das Gewicht nervös von einem Fuß auf den anderen. Ich, das ist mein Zuhause. Hier schlafe ich. Das ist dein Zuhause? Sie schaut sich die Trümmer an. Nein, hier bin ich nur untergekommen. Ich bin weggelaufen. Mein Zuhause ist weit weg von hier. Und wo kommst du her? Sie schaut auf den Horizont und macht eine undeutliche Geste. Wirklich sehr weit weg, aber ich weiß nicht genau, in welche Richtung. Sie sieht sich ein wenig um, beinahe so, als suche sie nach einem vertrauten Orientierungspunkt. Es muss weit weg von hier sein. Mein Zuhause ist ganz anders als das hier. Da gab es überall Bäume. Die Bäume hier sind nicht wie... Das junge Mädchen blickt in die Ferne. Nach einem Moment schweifen ihre Augen weit weg und du erkennst, dass sie ihren Satz wahrscheinlich nicht beenden wird. Du hast etwas über Bäume gesagt? Was? Nein, habe ich nicht. Ohne es zu bemerken, was sie tut, fährt das Mädchen mit der Hand durch die Haare und du siehst, dass die Seite ihres Kopfes geschoren worden ist. Eine große Naht verläuft über ihren Schädel und hält einen hässlichen Schnitt zusammen, der länger ist als ihre Hand. Die Wunde ist purpurn und sieht heftig aus. Sie fängt erst an zu verheilen.
Sie kann nicht mehr als eine Woche alt sein. Ja, ich kann sie nochmal fragen, wo sie herkommt. Vater sagt immer, man ist nie verloren, solange man den Mond sehen kann. Hm. Was macht dein kleines Mädchen hier ganz alleine? Das Mädchen schaut zu dir auf und... Das Mädchen schaut zu dir auf. Ihre Stirn legt sich vor Gereiztheit leicht in Falten. Mein Name ist Rin. Doch dann zögert sie und schaut blinzelnd zum Boden. Sie greift geistesabwesend in ihre Tasche. Ich habe vergessen, ihr das zu sagen. Sie bleibt dort einen Augenblick lang regungslos stehen, dann hält sie inne und schaut dich erneut an. Nein, ich glaube schon. Sie sieht zu dir auf. Es tut mir leid, sagt sie. Mein Name ist Rin. Ihr dürft mein Essen und meine Feuerstellung benutzen, ehe ihr geht. Also mehr kann sie uns nicht sagen. Sie ist also sichtlich verwirrt. Was ist mit deinem Kopf passiert? Ihr Körper spannt sich einen Moment lang an. Ihr Blick irrt umher, als würde sie sich überlegen, ob sie davonlaufen sollte. Sie betrachtet die Trümmer, in denen sie sich vor den Schurken versteckt hatte. Dann entspannt sie sich, obwohl ihre Augen noch immer wachsam sind. Ich bin davongelaufen. Da waren Leute, böse Leute. Ich bin weggelaufen und ich habe mich verletzt. Vor was vor Leuten bist du davongelaufen? Sie öffnet den Mund, um ihn dann wieder zu schließen. Sie nickt und steckt geisterfest ihre Hand in ihre Tasche. Ich kann mich nicht wirklich erinnern. Ich glaube, sie waren Stehler. Nein, wie lautet das Wort? Räuber. Sie wollten mich ausrauben. Dein Name ist ziemlich schlimm. Geht es dir gut? Sie macht eine ablehnende Geste in Richtung ihrer Schläfe. Ist schon gut. Sieht schlimmer aus, als es ist. Und jedenfalls viel besser als deine. Sie grinst und fasst sich an den Kopf. Der Haarschnitt ist ziemlich schrecklich, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass sie wirklich so viel abschneiden mussten, oder? Ich weiß nicht, ich finde, es sieht klassisch aus, sogar modisch. Du könntest einen Trend starten. Ist schon gut, wenn du nicht darüber reden willst. Ich habe auch ein paar Probleme in meiner Erinnerung. Ich weiß, wie das ist. Ja, wie gesagt, wir erinnern uns nicht an sehr viel. Sieht ziemlich hässlich aus. Nehmen wir mal das mittlere. Und kriegen goldene Gezeiten. Die Gezeiten bestimmen immer wie unsere aktuelle Haltung halt. Also im Augenblick bin ich bei Indigo und Blau am höchsten. Das heißt, ich bin ein rechtschaffener, intelligenter Mensch. Und jetzt habe ich gerade Gold durch diese Aussage etwas gesteigert. Also unsere Entscheidungen verändern auch unsere Haltung mehr oder weniger. Das kennt man ja auch aus Planescape Torment. Je nachdem, wie man sich benimmt als Namenloser, verändert sich die Gesinnung. Am Anfang ist man absolut neutral, man kann aber auch rechtschaffen gut, neutral gut und so weiter werden. Je nachdem, was man tut, natürlich kann man auch böse werden. Genauso ist das hier halt auch gehalten, das kann ich euch nachher auch gleich mal zeigen. Wenn wir hier aus dem Dialog raus sind. Sie sieht lange zu dir hinauf und langsam vergeht ihr Lächeln. Ohne das Lächeln sieht sie sogar noch kleiner aus. Sie nickt ernst. Zuerst war es ziemlich schlimm, ich konnte nicht wach bleiben oder aufstehen. Sogar das Reden war schwierig. Aber es wird jeden Tag ein wenig besser. Es tut nicht mehr so sehr weh. Aber manchmal ist mir immer noch schwindelig, wenn ich mich zu schnell bewege und ich vergesse Dinge. Sie lächelt mutig und berührt nur erneut die Seite ihres Kopfes mit den Fingerspitzen. Aber es wird jeden Tag ein wenig besser. Es tut nicht mehr so sehr weh, aber manchmal ist mir immer noch schwindelig, wenn ich mich zu schnell bewege und ich vergesse Dinge. Es folgt eine lange Pause, sie starrt dich einen Augenblick lang an, ihr Mund öffnet sich leicht. Plötzlich verlieren ihre Augen den ausdruckslosen Blick und ein großes Grinsen breitet sich auf ihrem Gesicht aus. Ich mache nur Spaß, ich meine, ich vergesse schon Dinge, ein paar, aber das war ein Witz, sagt sie errötet. Ein wenig und schaut betreten zu Boden. Ja, wer hat deinen Kopf genäht, nachdem du verletzt wurdest? Einen kurzen Augenblick lang blinzelt wieder Panik in ihren Augen auf und ihr Blick irrt umher, als mache sie sich bereit, davonzulaufen. Dann fasst sie vorsichtig die Seite ihres Kopfes an. Ich kann mich nicht erinnern, was genau gestern passiert ist, aber ich bin davongelaufen. Ich bin gerannt und ich bin hier angekommen. Deine Geschichte ergibt keinen Sinn. Wer hat deine Wunde behandelt und deinen Kopf geschoren? Wenn du kaum sitzen konntest, wie bist du dann gerannt? Ja, blaue Gezeiten, weil ich was kombiniert habe. Also weil ich was Intelligentes gesagt habe. Ich kann auch Charakterfähigkeiten einsetzen, während
ich rede, aber das habe ich bis jetzt noch nie benutzt. Sie schaut euch finster an. Ich wusste nicht, dass ich mit einem Richter spreche, sagt sie wütend. Ich habe dir gesagt, dass ich mich nicht erinnern kann, an mehrere Tage nicht, was auch immer passiert ist. Sie schaut weg, den Mund zu einem schmalen Strich zusammengepresst.